Ich möchte gleich an den Anfang meiner Worte ein großes Danke an alle, die hier beteiligt sind, an der Organisation richten. Das waren wirklich sehr herausfordernde Tage in den letzten ein, zwei Wochen, noch einmal mit einer entsprechenden Zuspitzung. Wir wurden alle davon überrascht, dass die Interpädagogika abgesagt werden musste. Wir haben sehr rasch reagieren müssen, um uns zu überlegen, wie wir mit dieser Situation umgehen wollen. Und wirklich ein großes Danke an alle, die dazu beigetragen haben. Andreas, an dein Team und auch an das Team der VPH, die hier großartig unterstützen. Wirklich toll, was hier gelungen ist, in so kurzer Zeit so flexibel auf ein Online-Format umzustellen. Danke auch an alle Teilnehmer, an alle Speaker hier, die das mittragen und die so flexibel sind, dass wir hier so auf diese Krisensituation reagieren können. Wer die Medienberichterstattung mitverfolgt hat, weiß ja, wie sehr sich die Situation in den letzten Stunden zugespitzt hat in Österreich, in manchen Bundesländern, wirklich sehr dramatisch. Also ich an dieser Stelle an Sie alle, egal wo Sie sich derzeit befinden und von wo Sie uns zusehen, viel Kraft für diese sehr herausfordernde Zeit. Es ist umso beeindruckender zu sehen, dass die Arbeit weitergeht, hochprofessionell weitergeht an den Schulen, an den Bildungsdirektionen, an den, jetzt hätte ich schon gesagt, Hebeln im Ministerium. Wir haben natürlich auch damit zu kämpfen, dass diese Situation eine ganz besondere ist. Und auch wir befinden uns natürlich jeden Tag im Krisenmodus. Und ja, auch wir versuchen trotzdem das Tagesgeschäft und auch die strategische Arbeit weiterzuführen, trotz der Krisenarbeit, die wir zusätzlich zu bewältigen haben. An dieser Stelle wirklich ein großes Danke, dass das möglich ist in dieser Form. Danke, dass wir diese Tagung in der geplanten Form, weitgehend in der geplanten Form stattfinden lassen können. Ich freue mich sehr darüber, dass das möglich war und würde mich natürlich noch viel mehr freuen, wenn wir die nächste Tagung endlich wieder in Präsenz stattfinden lassen können. Ich hoffe, dass uns das gelingen wird und dass wir als Österreicherinnen und Österreicher hier zusammenstehen, um das auch möglich zu machen. Vielen Dank und alles Gute für die Tagung. Ich habe jetzt auch noch einmal einen Link zum Tagungsprogramm reinkopiert in den Chat. Das heißt, dass wir ja wieder verschiedene Tracks dann nach den Keynotes parallel haben werden. Oben in der Leiste, wo virtueller Raum steht, da ist die direkte Verlinkung zu den jeweiligen Zoom-Räumen, dass man dann direkt dorthin gelangt und man sieht auf Basis der farblichen Codierung, wo Schwerpunkte für einzelne Communities liegen. Ja, soweit zum Einstieg. Martin, eigentlich kannst du gleich beginnen mit deiner Präsentation und wenn noch Informationen von Relevanz auftauchen, dann werde ich das nach deiner Präsentation schnell nachliefern. Danke. Sehr gerne, danke sehr. Dann teile ich gleich einmal meinen Schirm. So, ich hoffe, man sieht die erste Folie. Sehr gut, Andreas nickt, das heißt, das sollte klappen. Ich habe jetzt bis 14 Uhr Zeit. Ich würde Folgendes vorschlagen. Ich würde meine Folien durchgehen und gerne im Anschluss dann die Fragen beantworten. Sonst ist der Redefluss einfach unterbrochen und das macht es dann etwas schwieriger. Also wenn ihr Fragen habt, bitte einfach mitnotieren, gerne auch im Chat die Frage schon stellen. Und Andreas, ich würde dich einfach bitten, dann auch die Fragen zu moderieren. Ich konzentriere mich jetzt einfach auf die Darstellung der Inhalte und wir können dann gern im Anschluss noch die eine oder andere Frage aufgreifen. Ja, dann starte ich mit meiner Präsentation und möchte einen kurzen Einblick geben über das, was sich in den letzten Monaten so getan hat. Es waren für uns auch im digitalen Bereich sehr intensive Tage, Wochen und Monate, begleitet von den Maßnahmen des 8-Punkte-Plans. Da möchte ich ein Update geben und auch darüber hinaus kurz auch das eine oder andere erwähnen, das, denke ich, für Sie alle von Interesse sein wird. Ich beginne mit einer Folie, die mir besonders gut gefällt, denn die drückt einfach den Zeitgeist aus. Und wie wir alle in den letzten zwei Jahren miterlebt haben, war die Digitalisierung schlussendlich auch ein Instrument, das uns begleitet hat im Distance Learning und dazu geführt hat, dass wir
den Unterricht fortsetzen konnten, auch wenn das natürlich erschwerte Bedingungen waren. Und das führte auch dazu, dass sich an unseren Schulen in den letzten Jahrzehnten einiges geändert hat. Spätestens jetzt mit dem Rollout der digitalen Endgeräte sind wir wirklich im 21. Jahrhundert auch in den Schulen angekommen. Ich sage spätestens, weil in vielen Schulen das natürlich längst der Fall ist. Wir haben ja sehr viele wirklich hervorragende Pilotschulen auf diesem Gebiet. Man schaut gerne nach Skandinavien. Man braucht gar nicht so weit schauen. Man braucht eigentlich nur in Österreich diese tollen Schulen sich ansehen, was sich hier in den letzten Jahren oder auch Jahrzehnten getan hat. Das ist beeindruckend, mit welchem Engagement Lehrkräfte hier das Digitale in den Unterricht ganz selbstverständlich einbringen, um den Unterricht dadurch noch interessanter zu gestalten. Das ist wirklich sehenswert. Da bin ich sehr, sehr stolz darauf, dass es das in Österreich gibt und dass wir hier so ein großartiges Schulsystem haben, das das auch fördert und das vor allem auch die Mittel zur Verfügung stellt, damit man so unterrichten kann. Ich komme darauf in meinem Vortrag noch zu sprechen. Vielleicht, worum geht es eigentlich? Ich möchte mit dieser Folie, die vom World Economic Forum stammt, schon etwas älter ist, wahrscheinlich auch vielen bekannt ist, starten. Und zwar wird gerne von den 21st Century Skills gesprochen, also diese vier Cs, die hier in Gelb oder Orange dargestellt sind. Also das kritische Denken, die Kreativität, die Kommunikation und die Zusammenarbeit, die Kollaboration. Das ist aber nicht alles. Also natürlich dreht sich die Digitalisierung um diesen Kompetenzbereich, diese Kompetenzen des 21. Jahrhunderts. Aber es gibt eben darüber hinausgehend noch weitere Kompetenzen, die Schule vermitteln soll und wo Schülerinnen und Schüler diese Kompetenzen aufbauen sollen. Und eine dieser Kompetenzen ist hier in dem violetten Kästchen auch mit ICT Literacy beschrieben. Und das ist das, was wir versuchen, auch mit entsprechender Unterstützung im Lehrplan in die Schulen zu bringen. Und damit bin ich eigentlich schon beim Thema Lehrplan. Das sind die 8 Themen des Lehrplans aus dem Jahr 2018 für die digitale Grundbildung in der Sekundarstufe 1. Ich glaube, die sind allgemein soweit bekannt. Dieser Lehrplan ist ja in Umsetzung und da fließen natürlich diese 21st Century Skills ein. Also möchte man diese 8 Kompetenzen aus dem Lehrplan zusammenfassen, dann hat man hier eben diese 4 Kompetenzbereiche, die in dem Kreis, im grauen Kreis dargestellt sind. Digitale Kompetenz, die informatische Kompetenz, die Medienkompetenz und politische Kompetenz. Und darum dreht sich schlussendlich die digitale Grundbildung. Und wenn man sich anschaut, was hier in den letzten Tagen passiert ist, dann darf ich jetzt wirklich noch einmal darauf hinweisen, was gestern auch schon durch die Medien gegangen ist. Es gab ja diese Woche einen Ministerrat ich darf jetzt hiermit noch einmal unterstreichen, dass wir hier ein Pflichtfach digitale Grundbildung in der Sekundarstufe 1 einführen werden. Die genaueren Umstände werden noch bekannt gegeben. Ich kann jetzt einfach nur darauf hinweisen, was schon in den Medien ist. Ich kann noch nicht näher hier ins Detail gehen, aber ich denke, das ist jetzt wirklich ein Quantensprung. Also wenn man sich anschaut, dass hier diese Finanzierung zusätzlich aufgestellt wird, das heißt auch diese Stunden zusätzlich den Schulen zur Verfügung gestellt werden und zwar allen Schulen der Sekundarstufe 1. Also das ist wirklich eine großartige Maßnahme, die hier den 8-Punkte-Plan optimal ergänzt und perfekt unterstützt und wirklich dazu beiträgt, dass wir mit unseren Schülerinnen und Schülern im 21. Jahrhundert digital unterstützt bestmöglich arbeiten können. Wir haben schon jetzt ein großes und breites Spektrum an Materialien, die wir den Schulen unterstützend bereitstellen. Ich möchte da noch einmal und stelle auch gerne den Foliensatz zur Verfügung. Also wird gerne auch geteilt, das heißt, die Links stehen dann zur Verfügung. Also diese Unterstützungsangebote sind alle kostenlos verfügbar, sei es jetzt die Beispiele, die über digicomp.at zur Verfügung stehen, um den Lehrplan Digitale Grundbildung noch zu unterstützen, die Angebote, die virtuelle PH bereitstellt, die Angebote, die wir über E-Education bereitstellen, die iMOOCs-Angebote, die Materialien aus dem Media Manual zur Medienkompetenz. Alle diese Angebote stehen kostenlos zur Verfügung, können kostenlos verwendet werden. Ich möchte auch da noch einmal auf das kostenlos verfügbare Schulbuch zum Unterrichten mit dem Microbit hinweisen, wo wir diesen fächerübergreifenden Ansatz gewählt haben, um mit dem Microbit das Computational Thinking in der Sekundarstufe 1
umzusetzen, zu fördern. Das ist ja ein Bereich aus dem Lehrplan gewesen, den ich vorher gezeigt habe. Also einer dieser 8 Bereiche aus dem Lehrplan bezieht sich eben auf die Informatik, auf das Computational Thinking. Und da ist dieses Schulbuch eine Möglichkeit, das in den Schulen umzusetzen. Wir haben auch im Bereich der Primarstufe in den letzten Jahren einiges getan. Auch da gehen unsere Gedanken natürlich in Richtung Begleitung auch des neuen Lehrplans, den wir dann ab 2023 einführen werden. Da sind wir intensiv am Arbeiten, hier entsprechende Konzepte auszuarbeiten und die Schulen auch dabei zu unterstützen. Wir werden ja auch hier im Sachunterricht in der Primarstufe digitale Kompetenzen und auch informatische Kompetenzen stärker in den Lehrplan bringen. Das heißt, auch hier wird es darum gehen, natürlich altersgerecht mit den Kindern zu arbeiten, um diese digitalen Themen schon in der Volksschule anzusprechen. Dort steht weniger im Mittelpunkt das Arbeiten, also das digitale Arbeiten, das Arbeiten mit der Digitalisierung, sondern eher das Reflektieren, das Kennenlernen der Digitalisierung, die Auswirkungen auf die Gesellschaft kennenzulernen, zum Beispiel auch darüber zu sprechen, was ist eigentlich künstliche Intelligenz. Also ich glaube, es ist wichtig, hier die Kinder auch abzuholen, in einer zunehmend digitaleren Welt sie zu begleiten und vielleicht auch Themen wie eben Fake News anzusprechen. Also kann ich mich auf das verlassen, was ich da in einem sozialen Medium sehe oder lese? Oft sind es ja Videos, die hier betrachtet werden. Und immer mehr Kinder, auch im Volksschulalter, bekommen bereits digitale Geräte, also bis hin zu Smartphones, die ihnen sogar selber gehören, weil die Eltern mit ihnen ja in Kontakt bleiben wollen. Und da ist es einfach wichtig, dass Schule darauf Bedacht nimmt und hier mit den Kindern entsprechend auch arbeitet. Wir haben auch digitale Kompetenzchecks bereitgestellt. Ich glaube, das habe ich auch schon bei der Gelegenheit öfters unterstrichen. Wir möchten noch einmal darauf hinweisen, also auch dieser DigiCheck 8, den wir ja zur Unterstützung auch des Lehrplans Digitale Grundbildung bereitstellen, der wird jetzt noch einmal überarbeitet. Es wird hier auch über ein Dashboard eine breite Auswertungsmöglichkeit geben. Also auch die Bildungsdirektionen werden hier einen Überblick bekommen, wie die Umsetzung der digitalen Grundbildung in den Schulen voranschreitet. Und vor dem Hintergrund eines Pflichtfaches, das wir jetzt hier einführen, ist es umso bedeutender, dass wir hier zum einen ein Diagnoseinstrument anbieten können. Also wo stehen die Kinder eigentlich mit ihren digitalen Kompetenzen, wenn sie in der Sekundarstufe 1 beginnen? Und wohin hat sie der Weg durch das Pflichtfach dann geführt? Und wie gesagt, dieser DigiCheck 8 steht jetzt schon zur Verfügung. Darüber hinaus gibt es die DigiChecks aber auch für die Primarstufe. Dort sehr niederschwellig über eine Sammelmappe mit Sticker, also ein Stickeralbum, wo man die erworbenen Kompetenzen dokumentieren kann, jedes Kind das dokumentieren kann. Wir haben den DigiCheck aber auch für die Oberstufe, für das berufsbildende Schulwesen und auch für die Lehrpersonen zur Verfügung gestellt. Und ja, dazu komme ich dann später noch mit dem Digifolio etwas im Detail. Damit zur digitalen Schule und dem 8-Punkte-Plan. Der Bundesminister hat ja immer wieder darauf hingewiesen, dass im Zentrum dieser Maßnahme die zukunftsweisende und inspirierende Pädagogik steht. Also die digitale Schule ist einfach mehr als nur digitale Endgeräte auszuteilen, selbstverständlich. Und deshalb ist es ein Bündel an Maßnahmen, eine gemeinsame Kraftanstrengung, die Schulen, die Lehrenden hier entsprechend vorzubereiten auf diese digitale Transformation, die auch vor den Schulen natürlich nicht Halt gemacht hat und wo es uns darum gehen muss, die Möglichkeiten, die uns die Digitalisierung bietet, bestmöglich zu nutzen. Und da möchte ich jetzt einen aktuellen Überblick geben, wo stehen wir da mit der Umsetzung des 8-Punkte-Plans. Ich werde kurz auf die einzelnen Maßnahmen des 8-Punkte-Plans noch einmal eingehen und ja, Ihnen einfach ein aktuelles Update geben, wo wir mit diesen Maßnahmen jeweils konkret im Moment stehen. Ich darf mit dem Portal Digitale Schule als erster Maßnahme beginnen. Wir haben ja das Portal im September 2020 begonnen, für die Bundesschulen umzusetzen. Wir sind mittlerweile ein gutes Stück weiter. Ich möchte Ihnen da ein kurzes Schaubild zeigen, um Ihnen auch den Hintergrund zu zeigen, dass das Portal Digitale Schule weit mehr ist als jetzt nur die Portal-Webseite, die man vielleicht aufruft. Es geht vielmehr darum, dass wir hier das große Ziel verfolgen, für alle Lehrerinnen, alle Schülerinnen und alle Erziehungsberechtigten an allen Schultypen in ganz Österreich
einen zentralen Login bereitzustellen. Das heißt, eine Möglichkeit mit nur einem Login, also Single Sign-On, mit nur einem Login die benötigten Bildungsanwendungen aufrufen zu können. Damit einher geht natürlich auch die Möglichkeit, also die Daten, die wir brauchen, über die Anwendungen auszutauschen. Das ist dieser Event Hub, der hier abgebildet ist, also Single Sign-On Event Hub als Benachrichtigungsmöglichkeit zur standardisierten, sicheren Übertragung von Daten. Wir wollen vermeiden, dass personenbezogene Daten etwa irgendwo herunter und wieder hochgeladen werden müssen. Also diese berühmten CSV-Dateien oder XML-Dateien, die man irgendwo herunterlädt, dann irgendwo abspeichert und wieder hochladen muss. Das ist nicht sicher genug. Es sind wertvolle Daten. Der Datenschutz gebietet hier natürlich einen sicheren Umgang. Aber es ist auch wichtig, dass wir sehr serviceorientiert den Eltern gegenüber einen zentralen Zugangspunkt schaffen, und zwar, wo die Eltern, auch wenn sie jetzt mehrere Kinder vielleicht in verschiedenen Schulen haben, idealerweise nur noch eine einzige Seite brauchen, um die benötigten Informationen zu erhalten. Gebe dann dazu auch gleich ein paar Beispiele. Ich möchte im Vorfeld noch kurz zeigen, wo stehen wir derzeit. Also wir haben jetzt in diesem Jahr bereits einen ersten Verbund auch mit dem Pflichtschulbereich umgesetzt. Tirol ist hier als Vorreiter, als Pilotbundesland mit dem Portal Tirol schon sehr weit. Es ist uns hier gelungen, einen Single Sign-On mit dem Portal Tirol umzusetzen. Das heißt, hier gibt es eine wechselseitige Vertrauensstellung zwischen dem Portal Tirol und dem Portal Digitale Schule. Es kommen jetzt aktuell gerade die Privatschulen dazu. Das Projekt ist in Umsetzung. Wir setzen gerade auch um die Einbindung der Pflichtschullehrenden über PH Online in das Portal Digitale Schule. Das heißt, auch die Pflichtschullehrer werden dann die Möglichkeit haben, das Portal zu nutzen, um diese Single Sign-On-Möglichkeiten zu verwenden. Das ist in Umsetzung und wir sind auch gerade dabei, die Dienstmailadresse für den Pflichtschulbereich zu beginnen. Hier haben wir als erste Pilotbundesländer Steiermark und eventuell auch Kärnten und Niederösterreich im Blick. Das heißt, hier soll eine erste Umsetzung passieren. Das hat auch etwas mit dem Portal Digitale Schule zu tun, denn über das Portal kann ich dann auch in die Dienstmail einsteigen. Und damit erreichen wir, dass alle Lehrpersonen in ganz Österreich eine einheitliche Dienstmailadresse haben werden. Die können Sie natürlich dann weiterleiten an eine allfällige schulische E-Mail-Adresse. Also wenn die Schule zum Beispiel einen eigenen E-Mail-Server betreibt oder einen eigenen Tenant online jetzt betreibt, kann man das natürlich dann weiterleiten. Aber wir haben die Möglichkeit, alle Lehrenden direkt zu erreichen über eine einheitliche Dienstmail. Für nächstes Jahr ist des Weiteren geplant, den Portalverbund mit dem Portal auszuweiten. Das heißt, wir wollen hier mit den ersten beiden Bundesländern Tirol und Kärnten in eine Umsetzung gehen, wo wir auch die Schülerinnen und Schüler und die Eltern mit ins Boot holen. Das heißt, und da komme ich jetzt zu einem konkreten Fallbeispiel, um das vielleicht auch kurz darzustellen. Das heißt, wenn wir den Anwendungsfall ansehen, ein Schüler ist absent, der Lehrer trägt den Schüler als absent ein, beispielsweise in WebUntis mit dem elektronischen Mitteilungsheft, das wir in WebUntis auch zur Verfügung haben, dann wird hier eine Nachricht generiert im Klassenbuch über den Event Hub an die Eltern, dass eben hier eine Absenz aufgetreten ist und dass diese Absenz noch zu entschuldigen ist. Und die Eltern können dann im Rahmen dieser Nachricht über einen Deep Link direkt auch im Klassenbuch diese Entschuldigung vornehmen und diese Absenz eben entschuldigen. Oder ein zweites Fallbeispiel wäre die Frühwarnung, wenn eine Lehrperson beispielsweise im Programm Sokrates, also der Schülerverwaltung, Also wenn hier im Sokrates eine Frühwarnung erfasst wird, dann wird hier diese Frühwarnung automatisch auch über den Event Hub entsprechend an die Eltern übermittelt. Und es gibt hier einen voll digitalen Prozess. Das heißt, die Eltern sehen dann tatsächlich alle Frühwarnungen, alle Mitteilungen, die alle ihre Kinder betreffen, auf einer einzigen Seite. Und das ist eigentlich der große Vorteil. Ich habe auch dazu ein Screenshot kurz vorbereitet, wie das dann aussieht. Also aus Elternsicht steige ich eben in das Portal ein, habe dort alle meine Kinder vor mir und sehe die Nachrichten, die jeweiligen Kinder betreffen.
Vorteil für die Eltern ist, sie müssen eben nicht in die einzelnen Schulwebsites einsteigen oder in die Systeme, die die Schulen jeweils verwenden. Das sind ja sehr viele unterschiedliche Systeme. Für die Eltern ist das mitunter auch sehr verwirrend. Also hier habe ich alles auf einen Blick und bekomme ich auch alle Nachrichten zentral zugestellt, auch wenn verschiedene Systeme im Hintergrund benutzt werden. Und das ist auch kompatibel mit allen Mitteilungssystemen. Auch da sind ja verschiedene Systeme im Einsatz. Aber wir haben eben die Möglichkeit, an zentraler Stelle über alle Schulen hinweg diese Benachrichtigungen an die Eltern zuzustellen. Ja, diese Mehrwerte sollen natürlich noch ausgebaut werden. Also die nächsten Vorhaben, die wir hier schon in der Umsetzung haben, sind digitale Amtssignatur, dass wir also Schulbesuchsbestätigungen, die jetzt schon von jedem Schüler heruntergeladen werden können über das Portal Digitale Schule, in Zukunft auch digital amtssigniert haben werden. Das heißt, dieser administrative Vorgang für die Schulen entfällt dann vollständig, wenn Kinder oder Schüler eben die Schulbesuchsbestätigung selbstständig herunterladen können. Soll aber weitergehen in Richtung digitale Bescheidzustellung oder auch digitale Zeugnisse, die wir über ein Archiv bereitstellen können. Das heißt, diese digitale Amtssignatur ist ein ganz wichtiger Schritt, um jetzt noch manuelle, analoge Prozesse künftig digitalisieren zu können. Da gehört auch eine sichere elektronische Zustellung dazu. Wenn das nicht möglich ist, könnte daraus automatisch dann auch der RSB oder RSA-Brief generiert werden, falls das notwendig ist. Also das sind Dinge, die uns dann auch über die Plattform ÖGV.at zur Verfügung stehen, wo dieses Zustellservice schon verfügbar ist. Wir wollen damit aber auch die Effizienz und die Effektivität dementsprechend steigern, also sowohl jetzt, was die Verwaltung in den Schulen anbelangt, die die Schulen deutlich entlasten durch digitale Prozesse. Es gelingt uns damit auch tatsächlich, die Datenqualität zu steigern und damit auch die Datensicherheit und den Datenschutz zu gewährleisten über diesen Datenverbund und das Identitätsmanagement. Also wie gesagt, Lehrer, Schüler, Eltern, diese Identitäten zentral bereitzustellen. Ich will mich da jetzt gar nicht zu sehr vertiefen. Also da geht es auch um eine Datenqualität, die wir mit dem zentralen Melderegister abgleichen können, sodass zum Beispiel Tippfehler gar nicht mehr auftreten können, etwa bei der Adresse oder bei der Namensschreibung. Also das wird uns dazu führen, dass wir auch wirklich mit deutlich besserer Datenqualität arbeiten können und manuelles Korrigieren nicht mehr notwendig sein. Und damit kommen wir zu einer entsprechenden Standardisierung und auch der Schöpfung und Nutzung von Synergien. Also Prozesse zu digitalisieren, etwa Frühwarnungen, Elterngespräche, Bildungscontent zentral zugänglich zu machen, was ja jetzt schon weitgehend möglich ist über das Portal. Also die Edothek ist beispielsweise über die Suchfunktion angebunden, EduTube ist angebunden, das E-Book ist angebunden. Also hier wollen wir noch weiterarbeiten, noch vertiefen, die Integration noch verstärken, sodass hier tatsächlich über das Portal Digitale Schule alle benötigten Anwendungen bereitgestellt werden können. Lernplattformen ist die zweite Maßnahme, auf die ich kurz eingehen möchte. Da haben wir ja die Schulen eingeladen, sich zu überlegen, diese Plattformen zu vereinheitlichen. Also das haben wir auch aus den Lockdown-Phasen, aus den Distance-Learning-Phasen gelernt, die wir schon gehabt haben. Das hat gut funktioniert. Wir haben die Eltern in der zweiten Distance-Learning-Phase wirklich positiv berichtet, dass es hier eine Verbesserung gegeben hat, also dass sich die Schulstandorte auf eine Lernplattform, auf ein Kommunikationssystem geeinigt haben. Also alle Lehrenden verwenden da das gleiche System, dass eben für den Schüler nicht mehr der Tagesablauf darin besteht, nachschauen zu müssen, welche Plattform muss ich jetzt für die nächste Stunde öffnen, damit ich am Unterricht teilnehmen kann. Wir haben breitflächig dazu unterstützt. Es gibt eine ganze Menge an Quick-Guide-Videos und direkten, also FAQs und direkten Unterstützungen für Lehrpersonen, die mit den jeweiligen Systemen arbeiten möchten. Also dieses Distance Learning Service Portal dient jetzt hier als Maßnahme, um wirklich sich auch schnell informieren zu können, wie kann ich mit diesen verschiedenen Angeboten, mit Lernplattformen, mit Cloud-Technologien arbeiten. Wir haben als dritte Maßnahme im Bereich der Lehrendenfortbildung wirklich sehr, sehr viele Maßnahmen umgesetzt. Der MOOC, der Distance Learning MOOC, war der erste Durchgang. Der DigiConcept MOOC war dann ein zweiter Durchgang, also eine zweite Erstellung dieser MOOCs. Und wenn man sich die Teilnehmer
anschaut, die Teilnehmerzahlen anschaut, dann ist das wirklich beeindruckend. Also allein der Distance Learning MOOC mit über 24.000 Teilnehmenden und einer Abschlussquote von über 55%, schon sehr beeindruckend, der erfolgreichste MOOC Österreichs bisher. Und mit 14.000 Teilnehmern jetzt der Digi-Konzept MOOC und dann noch einer höheren Abschlussquote von 63% oder sogar darüber. Das ist wirklich toll zu sehen, wie engagiert da auch Lehrpersonen sich diesem Thema zuwenden und sich hier auch engagiert weiterbilden. Das ist ja auch etwas, was die Profession des Lehrenden, glaube ich, ausmacht, hier sich auch ständig immer weiterbilden zu wollen und da dran zu bleiben und sich zu öffnen, auch neuen Möglichkeiten und neuen Technologien. Und das können wir seitens der virtuellen PH, die hier an der Entwicklung der MOOCs federführend beteiligt war, das können wir hier nur versuchen, bestmöglich zu unterstützen. Aber natürlich auch seitens der anderen pädagogischen Hochschulen, die hier alle eingebunden waren. Also da jetzt noch einmal vielleicht ein Werbesujet für den aktuell laufenden Digi-Konzept-MOOC, der seit 8. November im zweiten moderierten Durchgang läuft. Aber auch der Distance Learning MOOC ist nach wie vor erreichbar. Also wer hier Interesse hat, den MOOC kann man jederzeit besuchen, jederzeit auch absolvieren. Es gibt auch eine Teilnahmebestätigung für alle Lehrpersonen, die hier teilnehmen. Vielleicht noch ein zweiter MOOC, der ganz interessant ist, der auch sehr gerne besucht wird und den wir schon seit vielen Jahren anbieten. Das ist der C-MOOC, also zum Thema Internet im Unterricht, aber sicher, also sicherheitsrelevante, urheberrechtliche Fragen, alle diese Themen, soziale Medien werden hier behandelt. Auch da wieder der aktuelle Termin läuft gerade noch, jetzt noch bis 26.11., also 8 Wochen insgesamt, findet man über iMOOCs. Digifolio habe ich schon kurz angesprochen, nur ein paar Sätze dazu noch. Also DigiComP ist ja die Maßnahme, wo wir uns speziell an Pädagoginnen und Pädagogen richten, mit einem Digi-Check, der auch hier abrufbar ist, sozusagen als Feedback für den eigenen Kompetenzbereich im Feld der Digitalisierung. Also wo stehe ich da mit meinen eigenen Kompetenzen, Selbsteinschätzung und einige Fragen, um das auch rückzumelden. Und da kommt heraus eine Empfehlung, wo könnte ich mich noch vertiefen, wo habe ich noch Potenzial, welche Fortbildungen etwa könnte ich noch besuchen, um hier noch weitere Kompetenzen aufzubauen. Und auch das stellen wir über Digifolio zur Verfügung. Man findet dort sämtliche Fortbildungen, die es in Österreich von allen pädagogischen Hochschulen im digitalen Bereich gibt, findet man über Digifolio. Also man hat hier sofortigen Zugang zu sämtlichen Fortbildungsangeboten. Und in der dritten Stufe dann von Digifolio kann man auch die Teilnahmebestätigungen in einem privaten, persönlichen, digitalen Portfolio hinterlegen. Das heißt, ich kann dort meine Teilnahmebestätigungen hochladen und sozusagen meinen Kompetenzerwerb auch dokumentieren. Ja, und ganz aktuell ist jetzt auch, dass es hier eine dienstrechtliche Verankerung geben soll im Bereich digitale Kompetenznachweise, also dass es hier diese individuell maßgeschneiderten Fortbildungsmaßnahmen im Ausmaß von 50 Übungseinheiten oder Unterrichtseinheiten gibt und dass ich hier, wenn ich diese Maßnahme besucht habe, auch diese Maßnahme verbindlich meinem Dienstgeber gegenüber nachweisen muss, wenn ich hier neu eintrete in den Dienst. Wir wollen also sicherstellen, dass neu eintretende Lehrpersonen wirklich verbindlich diese digitalen fachdidaktischen Kompetenzen haben, um hier die Möglichkeiten der Digitalisierung im Unterricht auch optimal zu nutzen. Die Edothek, ich möchte sie hier nur kurz ansprechen, weil es gibt einen eigenen Vortrag von Margit Pollack zur Edothek. Daher, sie kann das wesentlich besser und ausführlicher dann noch darstellen. Hier nur ganz kurz von meiner Seite ein grober Überblick. Also es gibt hier mit der Edothek, ich habe schon erwähnt, auch eine Single Sign-On-Authentifizierung mit dem Portal Digitale Schule. Es gibt eine sehr umfangreiche Such- und Recherchefunktion in der Edothek, die eben auch über das Portal Digitale Schule zugänglich ist. Es wurden zu diesem Zweck sämtliche Contents, die in der Edothek bereitstehen, den Lehrplankompetenzen zugeordnet, sodass hier auch eine kompetenzbasierte Suche möglich ist. Und das ist wirklich ein
ganz deutlicher Mehrwert, das muss man einfach sagen, gegenüber jetzt einer simplen Google-Suche etwa. Denn ich habe hier auf der einen Seite qualitätsgesicherten Content, den sich ein Redaktionsteam angesehen hat. Und ich habe auf der anderen Seite eben diese Verknüpfung auch mit den Lehrplänen. Aber wie gesagt, mehr dazu dann von Margit Pollek in ihrem Vortrag. Noch der aktuelle Screenshot, dass man auch sieht, es gibt hier also diese Suchfunktion, auch jetzt in der Edothek, auch natürlich nach entsprechenden Schultypen, Schularten kann man suchen. Also es gibt hier unterschiedliche Möglichkeiten, wie man suchen kann. Wir haben, wie gesagt, diese Ausrichtung nach den Lehrplänen und vielleicht auch noch erwähnenswert, ganz interessant, es gibt auch entsprechende Erklärvideos zur Edothek, also auch zur Nutzung, die hier bereitgestellt wurden. Verweise ich auf den Vortrag von Margit Pollek und Margit, du wirst das dann noch detaillierter ausführen. Ja, Gütesiegel Lern-Apps, auch da ein kurzes Update. Das ist ja eine Maßnahme, wo wir App-Anbieter einladen, sich an einem Call zu beteiligen. Dieser erste Call ist bereits durchgelaufen. 43 Einreichungen gab es hier. Das heißt, es gibt hier jetzt diese Prüfungsphase, einen Kriterienkatalog, dem die Apps zugeordnet werden, also diesen Kriterien aus dem Katalog. Und der Vorteil ergibt sich dann einfach dadurch, dass ich ja besser überprüfen kann, welchen Kriterien die einzelnen Apps hier entsprechen, weil die Frage immer wieder kommt, also wie ist das mit Datenschutz im Zusammenhang mit den Apps? Das ist eine Grundvoraussetzung, dass man überhaupt eine App hier einreichen kann. Also natürlich müssen die Apps, die hier einreichen, die Datenschutzgrundverordnung implementieren und die entsprechenden Vorschriften beachten. Sonst kann ich hier in diesem Prozess gar nicht weiterkommen als Anbieter. Also darauf darf man sich verlassen, dass die Apps, die hier zertifiziert werden, auch tatsächlich allen Anforderungen, die wir auch datenschutzrechtlich haben, gerecht werden und entsprechen. Sechste Maßnahme, ganz kurz auch hier ein Überblick, wo stehen wir mit dem Ausbau der Infrastruktur in Richtung der Schulen. Also wir haben ja im letzten Jahr schon 32 zusätzliche Bundesschulen an das Glasfasernetz angeschlossen und auch das WLAN am Schulstandort ausgebaut. Heuer waren es 39 Bundesschulen, die hier dazugekommen sind. Und nächstes Jahr werden es dann die verbleibenden 38 Schulen noch sein. Das heißt, wir werden mit Ende nächsten Jahres, Ende 2022, dann tatsächlich alle Bundesschulen mit Glasfaserbreitbandanschlüssen versorgt haben, an das Internet angeschlossen haben und auch sichergestellt haben, dass das WLAN im gesamten Schulgebäude umgesetzt ist und funktioniert. Insbesondere dort, wo eben die Schulen auch am Endgeräteprojekt teilnehmen. Das heißt, wo auch in den Klassen mit Endgeräten gearbeitet werden muss. Ja, und damit komme ich zu der Maßnahme der digitalen Endgeräte, das sind die Maßnahmen 7 und 8, eben für Lernende und Lehrende die Bereitstellung von digitalen Endgeräten. Da haben ja 93% der Schulen an dieser Maßnahme im ersten Jahr schon teilgenommen, ein wirklich großer Erfolg. Gebe auch jetzt dann gleich einen aktuellen Überblick, wie viele Geräte da schon ausgerollt wurden. Das sind beeindruckende Zahlen. Zusätzlich haben ja die Schulen auch 3 Geräte pro Teilnehmer der Klasse für Lehrpersonen bekommen. Da gab es zum Teil noch Aufstockungen seitens des Bundes und seitens der Länder. Also danke auch in diesem Zusammenhang wirklich für diese gemeinsame Kraftanstrengung. Da war es notwendig, auch an vielen Schrauben zu drehen, auch in den Bildungsdirektionen seitens der IT-Betreuung bestmöglich zu unterstützen. Das war echt eine Herausforderung, in so kurzer Zeit das zu bewerkstelligen. Da schaut man auch international auf Österreich und das hat durchaus für Verwunderung in anderen Ländern gesorgt, dass man so eine große Maßnahme in so kurzer Zeit umsetzen kann. Also wie gesagt, ein großes Danke an alle, die dazu beitragen, dass diese Maßnahme gelingt. Ich denke, es ist uns allen klar, dass wir hier noch nicht fertig sind und dass es hier noch viel zu tun geben wird. Aber ich denke, wir sind gut dabei. Und ja, damit darf ich jetzt auch einen kurzen aktuellen Überblick geben, wo wir im Moment stehen. Wir haben 84.000 Geräte an Schülerinnen und Schüler bereits ausgeliefert in diesem Schuljahr. Es fehlen noch 28.000, die jetzt in den nächsten Wochen noch an die Schulen kommen werden. Wenn man sich das pro Schule ansieht, wir haben das hier auf die Bundesländer kurz heruntergebrochen, dann sieht man, dass doch einige Bundesländer schon vollständig beliefert wurden, also wo wirklich alle Schulen die Geräte bereits haben. Ich muss fairerweise dazu sagen, es fehlt hier eine Gerätekategorie, weil es hier einen Einspruch im Vergabeverfahren gegeben hat. Das sind die Windows-Tablets.
wo aber jetzt diese zweite Tranche des Vergabeverfahrens erfolgreich abgeschlossen werden konnte. Das heißt, auch hier werden die Geräte zeitnah jetzt dann ausgeliefert an die Schulen. Wir haben hier vorgesehen bis voraussichtlich Ende Jänner. Also ich sage das immer, es ist immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil aufgrund der aktuellen Situation am internationalen Markt mit Logistikproblemen wir natürlich auch mit Lieferverzögerungen immer wieder zu rechnen haben, hatten wir auch. Aber ich glaube, wir sind hier ganz gut unterwegs. Also Wien ist hier vollständig beliefert, Vorarlberg. Es sind hier nur noch ganz wenige Schulen, wo es zum Teil an Missverständnissen mit dem Lieferanten gelegen ist, dass die noch nicht beliefert wurden. Also das ist ja von letzter Woche, das sollte mittlerweile auch schon behoben sein. Also Wien, Vorarlberg, Salzburg, Kärnten, Burgenland praktisch vollständig beliefert und in den drei verbleibenden Bundesländern, Tirol ist noch eine kleine Anzahl offen, aber wir haben hier Niederösterreich, Oberösterreich und die Steiermark, wo noch einige Windows-Geräte offen sind, die jetzt in diesen Tagen und Wochen noch an die Schulen gehen. Also bis Weihnachten sollte der Prozess weitgehend abgeschlossen sein. Wir haben aktuell noch eine Lieferverzögerung bei Geräten, die hier bestellt waren und bemühen uns gerade um eine Ersatzlösung, dass wir hier wirklich möglichst rasch die Geräte den Schulen und damit den Schülerinnen und Schülern zur Verfügung stellen können. Ja, vielleicht noch abschließend, es gibt auch eine Kampagne begleitend zum 8-Punkte-Plan. Ganz einfach, um noch einmal zu unterstreichen, wie wichtig diese Maßnahme auch für uns als Schulsystem insgesamt ist. Digitalisierung als Innovation in die Schulen zu bringen, soll auch in der Bevölkerung ankommen. Daher hier das erste Sujet, das ich hier größer darstellen möchte. Vielleicht hat es der eine oder andere auch schon gesehen. Es laufen aktuell auch entsprechende Radiospots in Ö3, im Ö3-Wecker vor allem und auch auf den sozialen Medien findet man das. Gibt eine Kampagnenwebseite, Schule wie noch nie.at, wo dann auch diese Sujets animiert sind. Also es ist sehr nett von der Umsetzung her. Und es geht hier einfach darum, wie gesagt, der Bevölkerung möglichst breit klarzumachen, warum wir diese Maßnahme überhaupt brauchen, warum wir die Endgeräte in den Schulen brauchen, wie damit gearbeitet werden soll, was eigentlich 21st Century Skills sind und warum das so wichtig ist, das in den Schulen auch zu verankern. Dass es darum geht, Motivation und auch durchaus die spielerische Nutzung der Geräte voranzutreiben und hier den Unterricht gut ergänzen zu können. Es geht um eine generelle Information, die wir als BMBWF hier auch geben. Also was ist diese Initiative, woraus besteht die, auch was kostet sie und eben dieses Gesamtbild, wie gesagt, Schule im 21. Jahrhundert zu vermitteln. Das Ziel ist hier ein großes. Ich meine, man darf ja nicht vergessen, wir haben im Bereich Digitalisierung einen ganz enormen Fachkräftemangel, wo wir etwas tun müssen, ganz dringend. Wir wollen Gender Pay Gap in diesem Bereich schließen, indem wir das Thema MINT entsprechend fördern. Und dafür brauchen wir eben auch diese digitalen Endgeräte, damit das gelingen kann. Seit 2. November gibt es diese Kampagne. Oben sieht man jetzt noch die Folgesujets, die dann in den nächsten Wochen und Monaten noch folgen werden. Kampagnenwebsite habe ich schon erwähnt. Und ja, diese Kooperation mit dem ORF. Ja, also ich lade Sie ein, hier auch gerne diese Kampagneninhalte auf der eigenen Schulhomepage umzusetzen, auf der Webseite der Bildungsdirektion. Wir stellen gerne diese Sujets auch zur Verfügung, wenn das jemand haben möchte, kann man gerne auch über den ÖAD abfragen. Der ÖAD ist ja hier der wesentliche Umsetzungspartner des BMBWF. Auch die Kommunikation in Richtung der Schulen erfolgt über den ÖAD. Sämtliche Informationen, die wir bereitstellen zum 8-Punkte-Plan, aber insbesondere auch zum Endgeräteprojekt über den ÖAD und auch der Support erfolgt hier über den ÖAD, auch beeindruckend, was hier geleistet wird. Also wenn man sich mal anschaut, wir monitoren das ja, wie viele Tickets, wie viele Anfragen es von Eltern, von Schülern, von Lehrern, von Schulen hier gibt, was da in kurzer Zeit beantwortet werden muss, ist absolut beeindruckend. Also ich kann nur zusammenfassen, das Thema Digitalisierung, das ist wirklich an unseren Schulen angekommen. Wir sind dabei, das ganz stark voranzutreiben. Man sieht das Interesse an den 93% der Schulen, die jetzt schon teilnehmen im Bereich der Sekundarstufe 1. Es ist uns bewusst, dass wir im Bereich der Primarstufe noch einiges zu tun haben. Ich freue mich auf den neuen Lehrplan, der 2023/24 kommen wird, der Innovationen im Bereich der Primarstufe
und im Bereich der Sekundarstufe 1 bringen wird, der diese digitalen Inhalte auch in die jeweiligen Fächer hineintragen wird. Ich kann Sie nur alle einladen, uns bitte dabei zu begleiten, zu unterstützen, Werbung an Ihren Schulstandorten dafür zu machen, dass sich bitte auch die Kolleginnen und Kollegen digital, fachdidaktisch weiterbilden, die Angebote, die wir bieten, auch annehmen. Denn ich bin mir sicher, die Schule wird in den nächsten Jahren und Jahrzehnten nicht weniger digital werden, sondern noch viel mehr. Und ich glaube, wir sollten alles daran setzen, dass wir hier unseren Schülerinnen und Schülern bestmögliche Chancen für ihre Zukunft aus der Schule mitgeben. Das ist unser Auftrag, das ist unsere Aufgabe. Und ich hoffe, wir alle stellen uns dem gerne und mit Engagement. Ich bin davon überzeugt, dass das vor allem für diejenigen zutrifft, die hier heute mit dabei sind, denn sonst wären sie nicht da. Und daher an Sie alle ein großes Dankeschön. Jetzt hätten wir noch eine Viertelstunde, Andreas, ja, für Fragen. Ja, Martin, vielen Dank für deine großen Ausführungen. War sehr interessant, sehr inspirierend auch. Sind ein paar Fragen aus dem Chat schon beantwortet, aber ein paar wollte ich einfach dir dann präsentieren. Die erste, ich vermute, ich kenne die Antwort, aber ich wollte dennoch dich antworten lassen. Wenn es jetzt dieses Pflichtfach zukünftig gibt, der digitalen Grundbildung, welche Fächer werden denn dann gekürzt? Gar keine. Genau, also das nochmal auf den Punkt gebracht, das ist eine Ergänzung dazu und es gibt somit keine Kürzung anderer Fächer. Zum Portal Digitale Schule war die Frage, wie sichergestellt wird, dass sich die Eltern bei POTS anmelden und nicht Schülerinnen im Namen der Eltern? Das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn dafür ist es notwendig, dass wir ja in den Sokrates-Schulverwaltungssystemen im Hintergrund eine Auftrennung durchführen, also einerseits in Mutter- und Vaterdatensatz, dass also wirklich für jeden Elternteil ein eigener Zugang, ein eigener Account bereitgestellt wird. Und natürlich, also ich meine, wie man mit einem Account umgehen muss, glaube ich, weiß jeder Benutzer, weiß jeder User. Was ich sagen kann ist, also es gibt jetzt schon die Möglichkeit, auch wenn Sie sich als Lehrperson beispielsweise an POTS anmelden, können Sie die Bürgerkarte dafür verwenden. Also man kann das nutzen, aber es obliegt natürlich grundsätzlich jedem User und damit auch den Eltern dafür zu sorgen, dass ihre POTS-Zugänge nicht den Kindern zugänglich sind, denn sonst wäre das Ganze einfach nicht wirklich sinnvoll. Wenn man dafür die Bürgerkarte verwendet, ist das ein zusätzliches Sicherheitsfeature. Alle digitale Kommunikation ist immer davon abhängig, dass ich Accounts für mich auch sicher verwahre und nicht an irgendwelche anderen Personen weitergebe. Also da, glaube ich, muss man schon auch an die Verantwortung der Eltern appellieren. Wenn Sie das nutzen wollen, dieses Angebot, wenn Sie Digitalprozesse mit der Schule verwenden wollen, dann muss man auch dafür sorgen, dass dieser Account privat ist. Okay, Martin, die nächste Frage. Warum wird MS Teams über das Serviceportal nicht mehr angeboten? Serviceportal Education. Ja, das kann ich ganz einfach beantworten. Wir hatten das als Krisenmaßnahme damals im ersten Lockdown, als Sofortmaßnahme sehr schnell aufgesetzt. Auch da noch einmal ein großes Danke jetzt besonders an dich, Andreas, und die Kolleginnen und Kollegen von eEducation, denn das ist uns in 2 Wochen gelungen, das umzusetzen. Das war wirklich eine Herkulesaufgabe. Also ich kann mich an viele Nachtschichten damals erinnern. Das war uns einfach ein großes Anliegen, vor allem in Richtung der Volksschulen eine Möglichkeit zu schaffen, über Teams, über einen sehr schnellen und einfachen Zugang, sofort eine Kommunikationsmöglichkeit mit den Schülern zu schaffen. Nur man muss sehen, also wir haben das als Krisensofortmaßnahme durch Ressourceneinsatz auch aus meiner Abteilung im Ministerium gestemmt und auch durch Ressourceneinsatz von eEducation, wo man einfach sagen muss, das muss nachhaltig am Schulstandort verankert werden. So ist es auch gedacht. Wir hatten zum Beispiel dann einige Anfragen, naja, da sind jetzt Lehrerkennwörter zurückzusetzen, da sind Schülerkennwörter zurückzusetzen, da muss man neue Accounts generieren, also lauter individuelle Anfragen an die Kolleginnen und Kollegen aus meinem Team, auch im Ministerium. Und da muss man einfach sagen, das überfordert eine kleine Abteilung im Ministerium für so viele Schulen. Wir hatten da über 10.000 Lehrpersonen, ja, können wir den Support nicht leisten. Das war ein Team bestehend aus 3 Personen, die mitunter dann nur noch damit beschäftigt waren, hier Support zu leisten. Also
da ist es uns wirklich ein großes Anliegen, darauf hinzuweisen, dass das eine schulische Aufgabe ist, dass es Aufgabe des Schulerhalters ist, hier zu unterstützen. Diese Teams-Umgebung ist kostenlos, kann sich jede Schule jederzeit kostenlos registrieren. Man muss nur nachweisen, dass man eine Schule ist. Dann ist diese Education-Lizenz dauerhaft kostenlos bereitgestellt. Aber bitte am Schulstandort nachhaltig das umzusetzen und nicht eine Notmaßnahme, die man für eine Krisenbekämpfung verwendet hat, als Dauereinrichtung misszuverstehen. Das ist es nicht, das darf es nicht sein. Sollte es jetzt noch einmal ein Distance Learning geben, werden wir natürlich darüber nachdenken müssen, diese Notmaßnahme wieder aufleben zu lassen. Aber ich sage es noch einmal, das kann und soll keine Dauereinrichtung sein. Das muss man bitte am Schulstandort lösen und auch dafür die entsprechenden Ressourcen vom Schulerhalter bereitstellen. Gut, danke. Es gibt jetzt noch eine interessante Frage zu den aufgeworfenen Lernenfortbildungen. Da war die Frage, inwiefern ist besonders auch diese digital fachdidaktische Ausbildung auch in der Erstausbildung mit berücksichtigt während des Studiums, weil ja sozusagen es schwierig ist, vor Dienstantritt an die Fort- und Weiterbildungen heranzukommen. Ja, die Frage trifft den Nagel auf den Kopf, denn genau das ist das Ziel der Maßnahme. Ja, also es geht uns ja wirklich darum, sicherzustellen, in Wahrheit, dass es das nicht mehr braucht. Also wir wollen ja nicht nach der Ausbildung noch nachschärfen und fachdidaktische Fortbildungen für junge Lehrpersonen, für junge ausgebildete Lehrpersonen anbieten müssen, weil das eigentlich Aufgabe der Ausbildung ist, das entsprechend abzudecken. Wir wissen aber, das ist einfach Fakt, ja, dass es derzeit nicht immer so aussieht, dass diese Kompetenzen, wenn man das Studium verlässt, vorhanden sind. Wir brauchen diese aber. Also wir brauchen diese digitalen fachdidaktischen Kompetenzen, gerade bei jungen Lehrpersonen, aber in Wahrheit bei allen. Und daher ist es eine zweigleisige Maßnahme. Also auf der einen Seite für diejenigen, die aus der Ausbildung herauskommen und die da noch Bedarf haben für eine Fortbildung, mit dem Ziel, zukünftig das auch in die Ausbildung schon zu integrieren. Und das zweite Gleis, die zweite Schiene ist für alle anderen Lehrpersonen, die in den Schulen schon arbeiten, die vielleicht schon sehr routiniert sind, aber im Bereich der Fachdidaktik, der digitalen Fachdidaktik noch Potenzial haben, die auch da entsprechend zu unterstützen, sodass sie hier eine Fortbildungsmöglichkeit, ein Angebot finden. Danke. Ich glaube, diese Frage ist auch ausreichend beantwortet. Letzte aber nur aus dem Chat. Die Frage lautet, wie sind Schulbücher mit dem Portal Digitale Schule verbunden? Ja, also wir haben ja jetzt aktuell die Plattform Digi4School und die Plattform Digi4School ist im Moment einfach erreichbar. Also das heißt, ich kann über eine Kachel direkt in das Digi4School einsteigen. Wir denken natürlich darüber nach, wie können wir hier noch verbessern. Ja, und wir arbeiten derzeit an entsprechenden Konzepten, wie man hier noch einen einfacheren, direkteren Zugang auch zu digitalen Schulbüchern schaffen kann. Da muss ich dazu sagen, das ist derzeit noch eine Sache, die wir in Entwicklung haben, das noch nachhaltig zu verbessern. Also auch hier mit einem Single Sign-On zum Beispiel anzubieten, dass wenn ich als Schüler jetzt etwa ein Schulbuch aufrufe, dass das sofort personalisiert ist. Und im Hintergrund, Digi4School nutzt ja jetzt schon diese Personalisierungsmöglichkeiten, um zum Beispiel mit abzuspeichern, welche Seiten habe ich schon gesehen oder Kommentare können ergänzt werden bei einem Schulbuch. Also dass auch hier ein Single Sign-On möglich ist. Wie gesagt, solche Überlegungen gibt es, ist im Moment technisch noch nicht umgesetzt. Derzeit gibt es, um die Frage jetzt zu beantworten, einfach die Verlinkung zum Digi4School. Das heißt, ich erreiche dort auch direkt meine digitalen Schulbücher. Mhm. Noch eine Frage von der Daniela Warter. Sind zusätzliche Ressourcen im Primarbereich angedacht? Ja, da kann ich also eine relativ klare Antwort geben, weil die zielt jetzt wahrscheinlich auf Personalressourcen ab. Sie kann auch nur auf Personalressourcen abzielen, weil alles andere ist nicht sozusagen im Verantwortungsbereich des BMBWF oder des Bundes gelegen. Also Daniela, du weißt ja, dass die Schulen der Primarstufe als Schulerhalter Länder bzw. Gemeinden haben, daher hier der Bund für das Sachbudget nicht zuständig ist. Das ist ja in der Verfassung auch so geregelt.
personelle Ressourcen wäre mir jetzt nicht bekannt, dass es im Rahmen der neuen Lehrplanüberarbeitung hier zu Veränderungen, was also jetzt Stundentafel etc. anbelangt, in der Primarstufe kommen sollte. Aber da muss ich jetzt ehrlich sagen, da muss ich dilettieren, weil da bin ich auch die falsche Person. Das Lehrplanprojekt liegt in der Sektion 1 verantwortlich. Also da kann ich nur empfehlen, eventuell dann dort mit der Kollegin Pickniter, die das Lehrplanprojekt hier leitet, Kontakt aufzunehmen, ob da irgendwas konkret geplant ist. Mir wäre nichts bekannt. Also wir haben, wie gesagt, was die Stundentafel anbelangt, im Bereich der Sekundarstufe 1, und das betrifft auch den Pflichtschulbereich, diese Aufstockung jetzt bekommen. Das ist wirklich ganz aktuelles von gestern, dass wir also hier das Pflichtfach digitale Grundbildung zusätzlich einführen können. Danke. Ja, es sind jetzt eigentlich keine weiteren Fragen im Chat mehr vorhanden. Das heißt, es gilt jetzt noch die Frage an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, ob es denn noch spontan irgendwelche Fragestellungen gibt, die direkt an den Martin zu adressieren sind. Wir können konkretisiere vielleicht nur kurz, Daniela hat noch geschrieben, in Form verbindlicher Übung. Also eine verbindliche Übung für die Primarstufe ist, was soweit ich weiß, nicht geplant. Also zumindest nicht für den Bereich der Digitalisierung. Was ich dir sagen kann, ist, dass wir vor allem inhaltlich jetzt im Fach Sachunterricht schwerpunktmäßig diese digitalen Kompetenzen eingearbeitet haben, aber auch in anderen Fächern, das auch in der Primarstufe jetzt inhaltlich vorkommt. Also das Thema Digitalisierung bis hin zu Robotik, künstliche Intelligenz, Auswirkungen auf Gesellschaft etc. soll wirklich breit in der Primarstufe schon mit den Kindern besprochen werden und dort auch ankommen. Und ich weiß, Gröbming ist ja hier wirklich eine absolute Vorreiterschule, was das anbelangt und was hier gemacht wird. Du hast das auch bei einer Fachtagung schon sehr gut präsentiert. Ich kann es nur nochmal wiederholen. Also man zeigt gerne mit dem Finger auf Finnland und sagt, was dort passiert, ist so toll, oder auch auf die baltischen Länder. Ich glaube, man kann sich auch in Österreich so manche wirklich hervorragende Schule anschauen, um zu sehen, was da alles möglich ist, auch in der Primarstufe möglich ist. Ich glaube, die Yvonne Zauner hat noch aufgezeigt gehabt. Wie schaut es mit den Lehrplanänderungen in der SEC 2 aus? Habe ich keinen aktuellen Stand, kann ich nichts dazu sagen, Yvonne. Ich weiß, dass die Katharina Kiss daran arbeitet, und ich glaube, es gab eine erste Vorabstimmung, aber mir ist weder ein Zeitplan bekannt, noch jetzt Näheres zu einer geplanten Umsetzung. Ja, Martin, vielen herzlichen Dank für deinen Beitrag. Es war sehr informativ. Und bedanke mich auch an die Fragen im Publikum sozusagen. Ist ja sozusagen jetzt auch eine Phase, wo besonders unter dem Aspekt der Geräteinitiative und diesem laufenden Umstellen zwischen Präsenz und Lockdown das Digitale sehr stark im Vordergrund steht und natürlich viele Schulen hier auch weiter bewegt. Und wir haben hier Gott sei Dank schon im Vorfeld, muss man ja auch sagen, richtige Schritte gesetzt, damit wir das etwas besser haben als andere Länder in der EU, wie wir das in Covid-Hochzeiten erfahren durften. Ja. Also da haben wir gemerkt, dass wir schon auf eine gewisse Struktur auch in der Kommunikation aufbauen, die in anderen Ländern nicht existiert. Das sollte auch einfach mal gesagt werden. Ja, und das ist dann eigentlich auch schon die Überleitung zu den nächsten Vorträgen, die sich besonders damit auseinandersetzen, was Covid für einen Einfluss gehabt hat auf das Lernen, auf das digitale Lernen und auch auf letztendlich Aspekte der Bildungspsychologie und des allgemeinen Befindens. Und Martin, danke nochmal für deinen Input. Ich begrüße jetzt